macht brumm, brumm, brumm. Tut, tut. Ich habe heute Daim-Eis gekauft. Und Istrin hat halt... Okay. Hat halt mir von einer Werbung erzählt. Und ich... Also, das ist der Daim. Erkennen Sie ihn wie... Und ich kenne diese Werbung nicht. Und deswegen... Die ist von 94. Wie soll ich denn eine Werbung von 1994 kennen? Er hat sie mir halt erklärt und ich so, nee, ich bin mir sicher, dass ich sie nicht kenne. Und deswegen sind wir halt überhaupt jetzt darauf gekommen, dass ich mir die Werbung angehe. Du kennst sie, ja, du bist auch 2 Tage älter als ich. Also, das ist der Daim. Erkennen Sie ihn wieder? Ja, also ich weiß jetzt nicht, vielleicht. Ich kann mich nur an seinen Geschmack erinnern. Umdrehen. Der war so knusprig. Ausziehen. Oh ja, das ist der. Der Anblick bleibt mir unvergesslich. Die zarte Schokolade und der knusprige Karamellkern. Dein erstes Daim. Vergisst du nie. Okay, ich weiß nicht, was er mit der Soundqualität meinte. Aber nein, ich glaube, ich kenne die Werbung nicht. Aber ich kenne nie, wo das zusammenbricht. Aber das ist eher die 2000er-Werbung. Ah, da ist noch was. Zarte Schokolade mit Buttermandelkern. Bitte was? Zu deinem sagt keiner nein. Zarte Schokolade mit knusprigem Buttermandelkern. Zu deinem sagt keiner nein. Bitte, F? Was ist das denn für eine Werbung gewesen? Okay. Das ist nur auf einer Seite der Sound. Ich kenne die gar nicht so. Diese Verpackung. Mit knusprigem Buttermandelkern. Zu deinem sagt keiner nein. What the fuck? Okay, was ist das? What the fuck? Das ist Werbung. Soll das Gott darstellen? Ich kenne nur diese kleinen Bonbons. Ernsthaft? Und halt in der Milka-Schokolade, da hatten die so eine Kooperation. What the fuck? Okay. Immer häufiger wird Daim mit südamerikanischen Gürteltieren verwechselt. Obwohl ein Daim-Karamellriegel innen knackig und außen soft ist, während ein Gürteltier außen knackig und innen soft ist. Solche Verwechslungen können leicht zu Verletzungen führen. Also dran denken. Daim, soft knackig und nicht knackig soft. Capito? What the fuck? Was ist das für Werbung? Okay, das sind... Ich glaube, das ist das, was ich kenne. Also die das Produkt an sich. Ich glaube, die Werbung kenne ich. Jetzt hilft nur Daim. Die kenne ich. Denn nur Daim hat diesen Unnacher. Diese kleinen Bonbons kenne ich. Das kenne ich. Die habe ich mir so oft gekauft an einem Mittwoch nach dem Ballettunterricht. Ja, ich wollte dann Schokolade. Nackigem Butterkaramell, umhüllt von cremiger Schokolade. Bei diesem Genuss lässt dich alles andere kalt. Wenn's knickt, da im Kratz. Das ist auch eine creepy Werbung. Komm, hören wir auf damit. Oh boy, einfach. Oh, okay, komm. Komm, wenn er mir das schon reinhaut. Hä? Das ist impossible.
Das ist impossible. Wer träumt denn davon? 4,4 Liter? Das ist aus den 90ern, ja, nur mal so gesagt. Das ist doch irgendwas beschädigt. Ey, vergiss nicht, ich habe meinen VW Tiguan schon auf 4,7 gefahren. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass du das schon hast. Aber eigentlich wollte die Werbung nur zeigen, dass Opel nicht imstande ist, ordentliche Uhren für ihre Tankanzeige zu bauen und sie permanent kaputt sind. Ja, Opel ist halt... Gibt Leute, die mögen's. Ist ein Auto. Macht brumm, brumm, brumm. Tut, tut. Schucke, 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 schucke. Nee, das ist ein Zug, was du machst.